Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Nord- und Südkorea eskaliert erneut. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Grenztruppen des kommunistischen Landes in Gefechtsbereitschaft versetzt. Diese Bilder der Staatsmedien zeigen Kim bei einer Sondersitzung der mächtigen Zentralen Militärkommission, der er vorsitzt. Zuvor hatten sich Nord- und Südkorea an der gemeinsamen Grenze beschossen. Auslöser war die Explosion einer Landmine, für die der demokratische Süden den Norden verantwortlich macht. Formal befinden sich beide Länder ohnehin noch im Kriegszustand, denn nach dem Koreakrieg der Jahre 1950 bis 1953 wurde kein Friedensvertrag geschlossen. In Südkoreas Hauptstadt Seoul gibt es nach der jüngsten Drohung aus dem Norden Proteste von Aktivisten. Der Generalstab der südkoreanischen Armee warnt den Norden vor unbesonnenen Akten und droht, Provokationen hätten eine starke Reaktion zur Folge. Südkoreas Truppen sind bereits im Alarmzustand, nachdem Nordkorea ein Ultimatum gestellt hatte. Wenn der Süden nicht binnen 48 Stunden seine Propagandakampagne mit Lautsprechern an der Grenze beende, müsse das Land mit einer militärischen Aktion rechnen, heißt es in den staatlichen Medien. Das südkoreanische Verteidigungsministerium weist die Forderung zurück. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel werden auch durch das jährliche Manöver der südkoreanischen und der US-Armee verstärkt. Politikexperten in Südkorea sagen, ähnliche Spannungen wie die derzeitigen habe es schon mehrfach gegeben. Dennoch seien die Entwicklungen nicht ungefährlich.